dich. Schön, dass du wieder bei mir gelandet bist. Heute zu einer etwas anderen Review, und zwar zu einer Review zu dem Spiel Tarantel Tango von der Firma 3 Magier Spiele. Das Spiel ist von Haus aus veranschlagt für 2 bis 5 Spieler zwischen 7 und 99 Jahren und eine Runde dauert laut Anleitung 15 bis 20 Minuten. Und ich möchte dir heute kurz zeigen, wie dieses Spiel funktioniert. Und du darfst auch kurz reinschnuppern, wie ich mit meiner Familie gemeinsam das Spiel spiele, ein paar Runden lang. Miau. Was? I-A. Miau. Mäh. I-A. Aua, aua. Wow. Mäh. I-A, I-A. I-A. Mia. Mia. Mia gibt's nicht. Dieses Spiel besteht aus verschiedenen Tierkarten. Und zwar gibt es 6 verschiedene. Den Esel, den Hund, die Ziege, Kuh, den Papagei und die Katze. Und von den einzelnen Tierkarten gibt es auch jeweils 4 verschiedene Varianten. Es gibt immer die Karte einmal ohne Spinne drauf, also ohne Tarantel drauf, ebenso wie diese Kuh ohne Spinne. Dann gibt es einmal jede Karte, also mehrmals im Spiel jede Karte mit einer Tarantel drauf, wie man da im Eck sehen kann. Dann gibt es die Karten auch jeweils mit 2 Taranteln drauf. Und dann gibt es diese Karten auch immer noch mit dem Tier, also in dem Fall jetzt die Kuh, 2-mal auf der Karte. Und zusätzlich zu all diesen Varianten der Tierkarten gibt es auch noch die Tarantelkarte. Und das ganze Spiel funktioniert jetzt so. Man hat da eben diesen großen Stapel an Karten, an Spielkarten, das sind eben all diese verschiedenen Tier- und Tarantelkarten. Und die werden gemischt und auf die Spieler gleichmäßig verteilt. Dann kommt in die Mitte des Spielfeldes die Tarantel. Und die Tarantel, das ist so ein Fünfeck und man muss sich jetzt vorstellen, dass an jeder Seite dieses Fünfecks ein Feld für eine Karte ist. Und jetzt fängt der erste Spieler an, legt seine Karte ab an eine Seite, also an ein so ein Tarantelfeld. In diesem Fall ist das jetzt eine Ziege mit einer Tarantel. Die Tierkarten mit einer Tarantel bedeuten, dass der darauffolgende Spieler das Geräusch, das dieses Tier macht, einmal, also weil eben eine Tarantel drauf ist, nachahmen muss. Das heißt, der nächste Spieler, der jetzt an die Reihe kommt, macht jetzt einmal Mäh und legt seine Karte anschließend an dieses Tiergeräusch aufs nächste Feld, also im Uhrzeigersinn ab. Das ist jetzt wieder eine Ziege mit einer Tarantel. Also muss der darauffolgende Spieler auch einmal das Mäh für die Ziege machen. Mäh. Und seine Karte ablegen. Die nächste Karte ist jetzt ein Esel mit einer Tarantel. Und das weißt du jetzt schon, für eine Tarantel heißt es einmal das Tiergeräusch, in dem Fall für den Esel, I-A, und anschließend die eigene Karte ablegen. Das ist jetzt eine Katzenkarte ohne Tarantel. Wenn da keine Tarantel drauf ist, heißt es, ich lege meine Karte nur ab, muss aber kein Tiergeräusch machen. Ja, also der nächste, der jetzt drankommt, macht jetzt kein Tiergeräusch, sondern legt einfach nur die nächste Karte ab. Und das ist jetzt ein Esel mit einer Tarantel. Also muss der darauffolgende Spieler wieder das machen, IA einmal, und seine Karte ablegen. Und das ist jetzt eine Kuhkarte mit 2 Taranteln. Also ich sage jetzt IA, lege meine Karte auf das nächste Feld ab. Und Achtung, 2 Taranteln bedeutet, der darauffolgende Spieler muss jetzt 2-mal das Kuhgeräusch machen. Also
Wenn ich jetzt als nächstes drankomme, mache ich jetzt Mu Mu und lege die nächste Karte ab. Das ist wieder eine Katze mit nur einer Tarantel. Der nächste macht jetzt Miau und legt seine Karte ab. Da haben wir jetzt eine Kuh ohne Tarantel. Das heißt, der nächste muss kein Geräusch machen. Also jetzt hat man schon die Karten ohne Tarantel, die Karten mit einer Tarantel, mit zwei Taranteln. Aber jetzt gibt es ja auch noch diese Karten mit zwei Tieren von der gleichen Sorte. Und wenn jetzt so eine Karte ins Spiel kommt, bedeutet das, der nächste muss kein Tiergeräusch machen, aber er muss beim Ablegen seiner Karte ein Feld überspringen und legt dann seine Karte aufs übernächste Feld. Also kein Geräusch machen, ein Feld überspringen und dann ablegen. Jetzt haben wir den Hund ohne Tarantel, also kein Geräusch. Und so geht eben jetzt dieses Spiel reihum immer weiter. Und irgendwann einmal kommt dann die Tarantelkarte. Und wenn die Tarantelkarte abgelegt wird, dann müssen alle Spieler so schnell wie möglich mit der Hand auf den Tisch schlagen. Und der als letztes auf den Tisch geklopft hat, der muss jetzt alle Karten aufnehmen, die hier rund um die Tarantel liegen und unter seinen Stapel drunter geben und halt dann wird wieder von oben gezogen vom Stapel. Wenn jemand jetzt zwischendurch beim Ablegen während des Spieles einen Fehler macht, dann muss er auch immer jeweils alle Karten, die schon da rundherum liegen, aufnehmen auf seinen Stapel. Also es geht halt immer reihum, reihum, reihum. Und wenn ich irgendwann mal einen Fehler mache, sei es, dass ich ein falsches Tiergeräusch mache, sei es, dass ich eine Karte an die falsche Stelle lege, dann muss man einfach immer alle Karten, die da rundherum liegen, aufnehmen. Ia. Mäh. Mäh. Ia. Aua. Miau. Mäh. Das Spiel ist ein sehr, sehr nettes Partyspiel, geht ganz schnell, dauert eben wirklich nur so 15 Minuten und ist wirklich sehr abwechslungsreich. Und damit du dir ein bisschen ein Bild davon machen kannst, wie das funktioniert, wenn man es dann spielt, zeige ich dir jetzt ein paar Ausschnitte davon, wie ich es mit meiner Familie gespielt habe. Ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen, alle, die gern so kurzweilige, schnelle Spiele mögen, für die ist das sicher ideal. Aua. Mm. Nee. Miau. Ja, ja. Was hast du für eine Ziege? Miau, miau. Ia. Miau. Ia. Ia. Wow. Oh. Miau. Aua. So, ich hoffe, diese Review war aufschlussreich für dich und du hast ein bisschen einen Eindruck davon bekommen, wie dieses Spiel funktioniert und dass es wirklich ein sehr lustiges Spiel ist, das besonders nett ist, wenn man eben Gäste da hat und dann einfach schnell eine Runde irgendein flottes Spiel spielen möchte und nicht zwei Stunden lang spielen möchte. Ich kann es echt jedem nur sehr empfehlen, ist auch ein netter Geschenktipp, kostet nicht allzu viel und ist wirklich was, was man ganz schnell auch erklärt hat und nach zwei, drei Runden weiß dann auch jeder, wie es funktioniert. Also so ein paar Runden zum Warmwerden und dann geht es wirklich rasant dahin. Es gibt dann auch in der Bedienungsanleitung noch zusätzliche Regeln für fortgeschrittene Spieler, wo dann für jede dieser Tierkarten noch eine zusätzliche Regel zum Tragen kommt. Zum Beispiel, wenn dann der Esel an die Reihe kommt, dann muss der nächste aufs gleiche Feld wieder drauflegen. Wenn der Hund an die Reihe kommt, geht dann das Spiel in die andere Richtung weiter, also gegen den Uhrzeigersinn. Wenn die Kuh an die Reihe kommt, dann muss der gleiche Spieler noch eine Karte ablegen.
Und wenn der Papagei an die Reihe kommt, muss man da genau das Tiergeräusch, das der vorherige Spieler gemacht hat, nochmal nachmachen. Also da gibt es eben wirklich dann noch so Regeln für Fortgeschrittene. Soweit sind wir noch nicht gekommen. Ich habe das Spiel erst seit ein paar Tagen, aber wir spielen es schon ganz begeistert. Mmh. Wow. Yeah. Yeah, sagt deine Ziege. Du bist doch kriegst mit den Ziegen, oder? Ja. Meh. Miau. Miau. Ja. Wow. Wuff. Wuff. Meh. Meh. So, ich hoffe, es hat dir gefallen und du kannst jetzt ein bisschen vorstellen, wie dieses Spiel funktioniert. Es ist wirklich ein sehr, sehr lustiges, temporeiches Spiel. Und was ich besonders nett finde, ist, dass es so ein Spiel ist, bei dem eben Kinder und Erwachsene wirklich auch gleichberechtigt sind. Also man kann das durchaus auch mit Kindern spielen und die sind nicht unterlegen, sondern ganz im Gegenteil. Gerade beim Spielen mit meinem Neffen habe ich auch gesehen, dass der das oft viel schneller kann und viel besser ist und von der Reaktion her viel flotter ist. Also dafür ist das echt ein tolles Spiel oder auch wenn man echt nur zwischendrin einmal 10 Minuten spielen möchte und jetzt nicht 3 Stunden lang an einem Brettspiel sitzen möchte. Ja, wenn es dir gefallen hat, dann hoffe ich natürlich, dass du meinen Kanal abonnierst und dann vielleicht bei der nächsten Review für ein Spiel oder auch bei einem von meinen anderen Videos wieder vorbeischaust. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Baba! Miau! Ruff. Meow, meow. Nah. Aua. Woof. Meow. Meh. Meh. Meow. Meh. Moo. Meow. Yum. Miau. Mu. Wuff. Tango Corupi. Woher drauf kommt noch ein Pupsi? Nimmst du den einfachen Arm? Weil wer was kann? Hallo, bis schwuppdi. Steuerfahndung stöbert. Es gibt nichts, was den Blutdruck hebt. Denn alles, was wir haben, das haben wir sowieso schon.